Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange 2. Wir haben jetzt Brodys Blog so gesagt durchgelesen, ich kann nicht mehr, und haben halt die Nachrichten noch alles und das andere gecheckt, was jetzt halt so gerade up to date ist. Wir werden gesucht, wir haben viele Kommentare bekommen, generell auch ganz schön komische Kommentare. Und ja, jetzt sind wir hier alleine, haben eine Notiz bekommen. Well, I guess they won't be back for at least 2 hours. Morgen, ihr Schlafmützen. Wir haben euch ausschlafen lassen, während wir in der Kirche sind. Wir sind zum Mittagessen zurück. Bis bald, liebe Oma und Opa. PS, der Weihnachtsbaum ist perfekt. Gut gemacht, Jungs. Danke fürs Aufräumen. Das ist sehr lieb. Hätten wir das jetzt nicht gemacht, denn stand da wahrscheinlich was anderes. Aber ist ja gut. So. Und hier kann ich jetzt nichts machen, oder was? Nö. Telefon. Maybe you could use the phone while they're away. Ja, aber mein Gott. Geh doch mal, mach einfach. It's been more than a month since I ditched my phone. Maybe the police stopped tracking us. Leila anrufen. Kann ich das wirklich machen? Ach, just a quick call can hurt us. Hello. Mrs. Park? Yes? Could I talk to Leila, please? Who's asking? It's Sean. Sean? Sean Diaz? Yeah. Is Leila there? Can I talk to her, please? No, you can't. Sorry. What? She's not here. She's in Bellevue. At a clinic. Was she in an accident? Oh, God, no. But she was very upset about what happened with you. She couldn't sleep anymore. She's been frozen with anxiety. We had to have her admitted last week to give her time to rest. Oh my. No. Life. You hurt many people, Sean. No, please. Don't call here again. I will have to tell the police. Als ob. Fuck, Leila. Du hast viele Leute wehgetan. Alter, aber wie reif ist die denn, ey? I can't be there for her. Ja, was kann ich denn jetzt dafür? Nur weil ich sie halt jetzt beim Hotel nicht angerufen habe, oder was? Ich wollte halt nicht, dass halt, wenn eine Leila oder sonst irgendwer dann halt so denkt, oh, also er ist halt noch am Leben oder er ist noch da oder sonst irgendwas, ne? Aber Leute, stellt euch mal vor, Leila, also ich glaube nicht, dass Leila halt dann irgendwie die Polizei alarmieren würde oder sonst irgendwas. Aber ich denke mir halt nur so, ich möchte sie halt nicht zu Last fallen. Ich möchte halt nicht sonst irgendwas machen. Aber oh, ich hätte auch alle rufen sollen. Aber ey, das ist mir jetzt auch komplett neu gewesen. Das ist mir auch komplett neu gewesen, weil ich halt früher habe ich einfach durchgerusht. Wirklich. Ich habe, wo das Spiel rauskam 2018, habe ich das Spiel durchgerusht. Wirklich. Was kann ich dafür? Du hast vielen Leuten wehgetan. Mein Gott, ey. Sorry, dass deine Tochter denn so aufgebracht war. Aber was kann ich denn bitte schon dafür? Was kann ich dafür? Wahrscheinlich haben sich Sean und Leila echt gemocht. Und ich glaube, Leila war ein bisschen eifersüchtig. Wo wir halt ja mit der anderen Frau oder Mädchen da reden wollten. Keine Ahnung. So. Okay, let's go. Ich möchte das hinter mich bringen. Ich möchte jetzt Daniel abholen und ich bin einfach nur noch sauer gerade. Okay. Okay. Let's get this back. Okay. 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 So, ich gehe einfach mal kurz hier lang. Vielleicht ist denn hier auch noch irgendwas. Ich möchte halt wirklich nichts verpassen.
Guck mal, man kann hier ja auch lang gehen. Und das ist kaputt. Das muss anscheinend Opa reparieren. Why does Daniel never listen? Weiß ich nicht. Maybe I'm doing it wrong. Aber ich möchte gerne wissen. Hier geht's auch lang. Aber hier kann ich nicht lang gehen. Okay. Ja. Mann. Merry Christmas. Merry Chrysler. Merry Chrism. Boah, aber Wind. Also, der Schnee kann schon schön sein. Aber auch hässlich. Genau wie die Straße. Nicht gemacht. Na super. Okay. Schrotthaufen. Nicht für den Captain Spirit. And I thought Daniel was the crafty one. Das war eben die einzige Schlucht hier. Single dad family. Ja. Way too close to home. Ja. Leider Gottes ja, ne? Okay, hier ist noch ein Truck. Oh Gott, ich hoffe, es läuft doch alles super oder so. Anscheinend schmilzt der Schnee. Ah, auch gut. Ja, der Schnee schmilzt. Auch super. Okay. Aber vielleicht können wir auch hier mal durchgucken oder so. Ah, natürlich. Zu. Aha. Die scheinen wohl da zu sein. I'm gonna kill him. Kannst du deinen Schneeball irgendwie ranwerfen oder so? Oh, das haben wir aber auch früher ganz schön oft gemacht. Einfach Schneebälle am Fenster geworfen. Zum Glück ist nichts kaputt gegangen. Recyclingstonne, okay. Wow. That's a lot of beer. Anscheinend hat Bier da ganz schön viele Prozente. Daniel, what's going on here? Sean, wait, don't freak out. I can't explain. Let me tell him. Sean, I know it sounds crazy, but I have a superpower. You saw me yesterday. I know you did. I was flying. I can move things, objects, with my mind. Oh, a superpower. Really? Yes. Well, that's pretty cool, Chris. So, you're like a superhero? I'm Captain Spirit. Aber ich möchte jetzt nicht wissen, dass er halt jetzt die ganze Zeit so denkt, oh, jetzt kann ich das öfter machen. Er mag das doch. Nein. I can bend any matter to my will. But that's my secret identity, so you can't tell anybody. Oh, I can keep a secret, Captain Spirit. Now you're an official member of the Spirit Squad. If you betray us, I'll disintegrate you. Yeah. Nah, just kidding. Oh yeah, we need a team signal. Totally. I'm gonna be Super Wolf. What's your super name, Sean? Kann ich ein Schurke sein, ganz ehrlich? I don't know. Something cool like El Diablo Loco. Sounds like a supervillain's name, but okay. Okay, guys, I think we're ready to roll. Excuse me. Who are you? I'm Sean. Oh, yeah. Sorry, man. You're here for Daniel. Hey, let's make it official. I'm Charles Erickson. Nice to meet you. Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team. We better watch out, or they're gonna take over the world. Yeah. They share a lot of things. As thick as thieves. Can we go get the Christmas tree now? Oh, we're both gemeinsam? Ready to fly. Yes, yes, yes. The team has been waiting too long. Hey, you should come along, too. There's nothing going on over here. Yes!
Can't wait to see all the decorations. And Sean, we could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa. Wenn wir Geld hätten. Well, they'll worry if we leave the house. And remember, you still have to get better, Daniel. Sean, come on. Why do you always have to be a party pooper? It's the first time I've been out for days. We won't be gone for long. The market's only a few miles away. Anyway, they'll be at the service for at least another hour. Yeah, Sean, I can show Daniel around. You can come with us. Please say yes. Please. Please. Kann ich entscheiden? Please? Kann ich bitte entscheiden? Kann ich entscheiden? Okay. You win. Not a fair fight. So let's go. Yes. Yeah. Ja, see? Super. Dangerous. Sag ich doch, ja. Okay, team, give me a time out to clean up the back seat. I'll honk when I'm done. Ooh, can I use the bathroom? Of course. Oh, you'll see my comic books. I'm glad you're coming too. Hey, you want to see my toys? Oh, score! The new hot dog man? Since you're a new member of the team, you have to know everybody. These are Captain Spirit's friends. And his enemies. Dude, that's pretty cool. Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see. Ja, da musste man dann halt das Spiel auch spielen. Das ist the bad guys, Schurke. The good guys. Not that Schurke? Easy, right? Look closely. So. Okay. How did I do? You're not a very good observer. Okay. Let me introduce them to you. This is Team Spirit, the good guys. There's the Forest Warrior, Power Bear, Marty Rex, and Sky Pirate. So, who are the bad guys? That's Noctarius and the Shark Stinger. There's also Snowmancer, but he's out in the garden. But they're all working for Mantroid, who's the real supervillain. So, where is he? Hiding out on his evil planet, waiting for me. But Captain Spirit and Super Wolf will make sure he doesn't hurt anyone. Yeah, strength in numbers. Sounds like Mantroid is in trouble. Just wait until he sees what Captain Spirit can do now. Yeah, about that. Aren't you afraid? Maybe it's not a good idea to disclose all your powers like this. That Mantroid guy could be watching you, you know? Even better. So he'll know he better stay away from us. Anyway, you shouldn't let anyone know about this. Not even your father. I'm definitely not telling Dad. I don't want to freak him out. He's worried about other stuff anyway. Chris, it's none of my business, but are you and your dad okay? What do you mean? I don't know, Claire seems to be worried about you guys. Yesterday, Steven and her talked about your dad. I think they had a talk with him. Claire's always worried. We're cool. Totally. He's just... he has a hard time being on his own. That's all. Chris, I know life can get pretty tough. Trust me. But you'll be okay. You're an awesome kid. Thanks, Sean. But I don't feel scared anymore. I have the power, and I have Daniel. There's the signal. Come on, Daniel. Hey! Pro tip, don't go in there. Yeah. Okay, squad. Let's roll.
Kann ich mich hier umschauen? Natürlich nicht. Oh, was? Do you need my jacket? I don't want you catching another cold. No, I'm good. Thanks. And don't be waving your arms around when I'm driving, okay? Yeah. Wenn wir sie hier anschneiden? Remember, Daniel. Don't mess around. All right. Jeez. Thanks for clearing the snow from the porch. You're awesome. You're welcome, Dad. Ist aber auch so schön zu sehen, ne? Okay, buddy. You ready? Yeah. Hey! You guys go ahead and we'll come back to meet you, okay? Brothers meeting. Sure. But... Don't get lost. Dude, what the fuck are you doing? I can't believe it. How many times do we have to keep going over the rules? Don't show the power. I know. But Chris thinks he can do all this cool stuff. I wish he could. He reminds me of Noah. I just miss having friends, Sean. Jetzt werde ich aber wieder für Sean machen. Listen, I understand. Oh. But we have to be extra careful out here. You can't let people see you. You know the rules. Yes. I know the rules, but I'm careful. I only do things when it's me and Chris. Nobody sees us. Yeah, nobody but me. What if it was Chris's dad? Or grandma? Or a cop? Or... Okay, okay. I get it. But I'm careful. That's not enough. You have to be extra, extra careful. All right. I swear I will. Deal. I'm counting on you and Anno. Can I go see Chris now? Yeah, let's go. But don't forget what I said. Na, ich doch nicht. Okay. Wow, so many trees. Yeah. Fliegespray. Dad pushed every year to get a plastic tree. But we never surrendered. Ach so, ja, haben wir, also generell haben wir das auch nie genommen. Wir hatten immer so einen Fake-Baum gehabt, ne? Das haben wir jetzt, glaube ich, immer noch. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann wollten wir uns mal so einen. Dann wollten wir uns mal so ein Sprüh. Dann wollte es mal so ein Sprühzeug kaufen, damit der Baum halt, wenn er auch den Duft hat davon. Aber ich glaube, das ist dann einfach nur noch ekelhaft. Im Großen und Ganzen. Behold, the giant condom machine. Wow, wie originell bist du denn? ich hab daran wieder... ich denk daran irgendwie gar nicht und dann kommt halt so einer, der halt wirklich so pervers denkt, ey. Oder was heißt pervers? Ja, ist eigentlich... Naja, es ist... Naja. I've never been on such a dangerous mission. Yeah, these wild trees are just waiting to eat us. Öffne deinen Rucksack. We'll have to tame the one we want. Mein Rucksack? Mein Rucksack? What about this one? Okay.
Haben wir jetzt irgendwas Neues hier? Was los hier? Oh. Die Show habe ich mir als Kind angesehen. Playmobil? Oh. First. Rule. Oh, war was Neues? Aber wir hätten das freischalten können wahrscheinlich, ne? Ne, wir haben noch gar nichts. Wir haben da was, aber das war es dann halt auch. Ich weiß gar nicht, was ich da machen muss. Ah, okay. Aha. Und das ist jetzt cool. Okay. Ach so, können wir halt ranmachen alles. Ach. Ja, mein Gott, ich denke auch gar nicht mehr dran hier. Naja, sieht schon ganz cool. Ja, genau. Mach mal Zigaretten, ne? Genau. Ja, genau. Dear Santa, we've been good kids this year. Please explain this hot mess. Is that a yo-yo? Daniel had one back home. Bet he'd love this. Nee, das wäre mir klauen. This is so different from Seattle. Ist ja schon, dass wir halt jetzt so gesucht werden und dann werden wir jetzt noch als Klau denn, ne? Whoa. The guy who painted that. He must have been seriously high. Ja, ist echt so. Weil damit ist schon so einen großen Schädel. Wohnwagen. Was ist jetzt da? Was kann man denn da gucken? Man. Ach so. It would have been so cool to have one of these before coming here. Sieht aber auch sehr hochwertig aus. Okay, Leute. So, ich mache jetzt hier erstmal ein... Was denn? Ach so. Das meinte er. 9,03 €. Okay. So, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr das gerne damit schon unter Kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge von Life is Strange 2 wieder. Und bis dahin sage ich, bye bye.